geht's! Bereit machen! Los! Wir segeln so schnell!
Position! Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie waren mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremde. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren in Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt eine Söldnerin in einen Krieg, für den sie nicht bezahlt wird?
Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Ich bin hier, um den Wolf von Sparta zu treffen. Du kannst Nikolaos nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaos. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Dein Vater, wer genau ist er? Nikolaos, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athena-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Warum brauchst du dafür eine Söldnerin? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Ich helfe bei der Vertreibung der Athener aus Megaris, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athener brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Diese Truhen, die ich für dich stehlen soll, warum sind sie so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer. Die Athener bewachen ihre Schätze in einem Fort am Fuße der Geranea-Bergkette. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades! Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen.
Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athena zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden.